alles Gute, hätte ich fast gesagt. Ich freue mich, dass ich jetzt hier sein kann, bei Ihnen, bei euch, auch bei den Leuten, die zu Hause im Garten hocken bei Kaffee und Kuchen. Ich hoffe, dass der Kuchen nicht gut schmeckt, sondern dass ihr dann nächstes Mal viel lieber hierher kommt. Aber es gibt eben auch Grenzen. Ja, man kann nicht alles, man kann nicht alle rein. Und wir hoffen natürlich alle, dass irgendwann einmal diese Krise vorbei ist. Genau. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um diesen Text, den Jürgen schon angekündigt hat. Ja, viele Leute haben zurzeit viel Redebedarf. Das merkt ihr auch bei mir. Redebedarf, kein Wunder. Bei Lockdown, Notbremse, Quarantäne. Man ist immer irgendwo. Man möchte mal reden, aber kann nicht, weil einfach schwierig ist, Kontakte zu haben. Und wenn man dann mit Maske redet, dann verstehen die anderen eh nicht viel. Ich habe es schon aufgegeben, dann jetzt viel zu erzählen. Und deswegen machen wir bei den chinesischen Gottesdiensten, auch heute Morgen wieder um 10, immer so eine Austauschzeit nach der Predigt, weil wir merken, das ist einfach wichtig, zu reden und sich zu unterhalten. Und wenn man dann so ein bisschen zuhört, dann merkt man sehr schnell, was die Leute gerade beschäftigt. Das, was in der letzten Woche im Leben Jesu passiert ist, das muss die Apostel auch sehr bewegt haben. Denn die Evangelien räumen für diese letzte Woche, für diese Ereignisse zwischen jetzt und dem nächsten Sonntag, Ostern, viel Platz ein. Ich lese heute den Text, der heute ja eigentlich vorgegeben ist, zumindest nach meiner Bibel, aus Matthäus Kapitel 21. So, jetzt ist gleich alles. Danke, die Predigt ist vorbei. Amen. So, wir gehen nochmal zurück. Also, das kommt jetzt darauf an, wie gut eure Augen sind, aber ich lese einfach. Ich lese aus der Menge-Übersetzung, die gefällt mir besonders, diese Verse von Matthäus 21, 1 bis 11. Als sie sich dann Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg gekommen waren, sandte Jesus zwei von seinen Jüngern ab mit der Weisung: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Ihr werdet dort sogleich am Eingang eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie mir her. Und wenn euch jemand etwas sagen sollte, so antwortet ihm: Der Herr hat sie nötig. Sie wird aber sofort zurückgeschickt, oder? Wird sie aber sofort zurückschicken. Dies ist aber geschehen, damit das Wort des Propheten erfüllt werde, das da lautet: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Als nun die Jünger hingegangen waren und den Auftrag Jesu ausgerichtet hatten, führten sie die Eselin mit dem Füllen herbei, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Die überaus zahlreiche Volksmenge aber breitete ihre Mäntel auf den Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und streuten sie auf den Weg. Und die Scharen, die im Zuge vor ihm hergingen und die, welche ihm nachfolgten, riefen laut: Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in den Himmelshöhen. Als er dann in Jerusalem eingezogen war, geriet die ganze Stadt in Bewegung. Und zwar fragte man: Wer ist dieser? Da sagten die Volksmenge: Dies ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Bevor der Einzug in Jerusalem geschah, wird von zwei Blinden erzählt, die am Wegrand hocken. Als die begriffen haben, dass Jesus hier vorbeigeht, da schreien sie aus voller Kehle: Erbarme dich, unser Herr, Sohn Davids. Und Jesus heilt sie. Jetzt fragt vielleicht mancher von euch: Was ist denn da so prickelnd dran? Das war ja wohl eine Heilung, oder? Ja, nichts Besonderes bei Jesus, oder? Aber für den Text heute ist äußerst wichtig zu verstehen, was da abging. Da ist hier das erste Mal, wo berichtet wird,
wo jemand Jesus öffentlich den Titel Messias gibt. Und Jesus lässt sogar zu. Das ist noch nie so passiert. Der Sohn Davids, wer ist das? Viele Jahrhunderte lang hoffte Israel auf den Sohn Davids, den Messias, der endgültige König der Welt. Und nun schreien hier zwei Blinde mit erstaunlichem Durchblick laut Hals: Du letzter König der Welt. Also jetzt nicht böswillig, du letzter König, sondern du allerletzter König, du endgültiger König der Welt. Und Jesus lässt es zu. Die einen, die freuten sich, aber die anderen bekamen Angst. Was wird jetzt kommen? Was werden jetzt die religiösen Führer denn jetzt sagen? Was kommt jetzt in den nächsten Tagen? Massen von Menschen waren unterwegs. Jesus fing an in Galiläa und immer mehr Menschen schlossen sich an und jetzt war er kurz vor Jerusalem. Alle waren unterwegs zum Passafest. Jesus hat offen zugegeben, dass er der Messias ist. Und die Jünger, die wussten, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt tritt Jesus die Königsherrschaft an und wir werden mit ihm regieren. Und die haben schon herumgefeilscht. Wer wird Vizekanzler? Wer wird Verkehrsminister? Wer wird Finanzminister? Es war eine extrem spannungsreiche Zeit. Und das müssen wir wissen, bevor wir diese Geschichte weiter verfolgen. Und dann fiel mir noch was anderes auf. Jesus wusste sehr wohl, was kommt. Ganze 6 Verse nimmt der Evangelist sich Zeit, um genau zu beschreiben, wie der Einzug vorbereitet wurde. Lange dachte ich, so von der Kinderstunde her kommend, Jungschar, habe alles mitgemacht, musste mich trotzdem noch einmal bekehren mit 16, dass Jesu triumphaler Einzug in Jerusalem so passiert ist, also so zufällig. Jesus setzt sich halt auf den Esel und dann kommen die Menschen und werfen die Kleider und Palmzweige auf den Weg und so weiter. Nein, das war geplant, das war getimed, das war von Jesus gewollt. Im Blick auf mein Leben ist es für mich eine große Ermutigung, eine tolle Erfahrung, wenn ich das hineinspiegle in mein Leben oder in euer Leben rein, dass er jederzeit alles im Griff hat in meinem Leben, auch jetzt in diesen Zeiten. Er weiß es. Und als wir hier zum Beispiel jetzt zum Gottesdienst sind, da haben wir uns nicht abgesprochen, was wir jetzt für eine Predigt halten. Und trotzdem hat es gepasst. Das sind so kleine Dinge, wo ich merke, Gott plant im Voraus und er weiß, was jetzt dran ist. Aber woran sehen wir es denn hier in diesem Text? Zum Beispiel daran, dass Jesus seinen Jüngern genau sagte, wo sie einen Esel finden konnten. Jesus kannte sich aus und er ist da nicht nach Spück gegangen, sondern er ist in Betphage hängen geblieben. Der hat gewusst, da ist ein Esel. Und genau da, wo die Leute sind und so, der kannte die Leute, denke ich mir mal. Er wusste, wer Tiere hatte und wo sie angebunden waren, welches Zahnenschloss. Jesus wusste genau, wo die Esel sind. Aber auch noch was anderes. Es gab wohl keine andere Menschenmenge im ganzen Land, die nicht so viel von Jesu Macht wussten. Warum? Diese Leute in der Gegend haben als einzige miterlebt, wie Jesus den Lazarus auferweckte. Als Jesus seine Jünger losschickte, um ein Tier zu holen, und es kann sein, dass er vorher mit den Besitzern gesprochen hat, da hatten sie keine Probleme. Und als sie dann den Esel fanden, die Eselin mit ihrem Fohlen, da wusste Jesus ganz genau, die werden fragen, was macht ihr denn da? Esel fortnehmen, ne? Das ist doch gestohlen, oder? Und hat Jesus gesagt, sagt genau, ich bin's, der Herr. Und es müssen vielleicht sogar gläubige Leute gewesen sein. Er hat gesagt, der Herr braucht's. Fertig, aus. Kann man weitermachen. Abgehakt. Strich drunter, alles gut. Er selber würde drauf reiten. Das war auch wichtig, dass sie den Besitzern das sagen. Jesus hat also das Tier vorbereitet, er hat die Jünger ausgesandt, er hat alles geplant. Und drittens, wir lesen, dass dieses Volk, das mit Jesus zog, nicht von Jerusalem stammte. Ich habe immer gedacht, es waren Leute in Jerusalem, die da hergekommen sind. Nein, sie sind schon außerhalb von Jerusalem zusammengefunden worden oder zusammengekommen und sind dann mit Jesus hinter ihm her in die Stadt eingezogen.
Jesus hat also nicht nur das Fohlen, sondern auch das Volk bestellt. Und er wollte, dass sie aus den Dörfern mit ihm in Jerusalem einzogen und alle, so laut sie konnten, ihn als den Sohn Davids priesen. Warum? Wollte er die religiösen Führer mit seinem Königsanspruch konfrontieren? Was sagten eigentlich die Jünger bei dem Ganzen? Sie hatten ja schon längst diesen Moment herbeigesehnt, an dem Jesus sich als König outet. Jetzt endlich schien er in die richtige Richtung gehen zu können. Und die Machtergreifung stand kurz bevor. Also wenn jemand Tote auferwecken kann, Brote vermehren, heilen und Stürme stillen kann, dann ist doch die K-Frage längst gelöst, oder? Da muss man nicht nach Franken schauen. Jesus sprach aber nicht von Macht, sondern er sprach vom Leiden. Die Jünger verstanden es nicht. Sind wir nicht auch oft so? Wir lesen Gottes Wort, aber verstehen die Zeichen der Zeit nicht. Jesus setzte sich auf ein kleines Fohlen, auf dem noch niemand geritten ist. Das ist eine Ehre, etwas Besonderes gewesen. Aber das musste für die Jünger ziemlich peinlich gewesen sein. Übrigens hatten sie Kleider auf beide Tiere gelegt, wenn man das genau nachschaut. Auf beide Tiere, auf die Eselin und auf das Fohlen. Und Jesus setzte sich auf das kleine Tier. Ich möchte heute in der restlichen Zeit drei Wörter unterstreichen, und zwar aus Vers 5. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Jesus nennt sich König, und gleichzeitig ist er der Sanftmütige. Was für ein Gegensatz, was für ein Kontrast. Und dann macht er deutlich, dass er der Kommende ist. Diese drei Gedanken. Jesus war zwar sanftmütig, aber keineswegs schwach. Wir meinen das manchmal. Sanftmütig, schwach. Er war nicht kompromissbereit. Die Bibel beschreibt ihn als Gottes Sohn, voller Güte, Gnade, Sanftmut und Erbarmen. Wer ihn sieht, der sieht den Vater. Und doch ist er in keiner Weise schwach. Kein anderer im Himmel und auf Erden ist so wie er. Er begegnet uns mit unglaublicher Sanftmut, Liebe, Barmherzigkeit und Güte. Aber sobald es um ihn geht, stellt er unglaubliche Behauptungen auf. Als Pilatus ihn fragte, bist du der König? Antwortete Jesus mit ja. Als er in den Tempel ging, behauptete er, das sei sein Haus. Und dann fing er an, die Möbelstücke umzustellen. Das kann nur jemand machen, dem das Haus gehört. Jesus behauptete von sich, Gott zu sein. Einerseits begegnet er den Menschen, uns Menschen, in tiefster Liebe, Güte und Barmherzigkeit. Andererseits stellte er aber auch klar fest, dass er Gottes Sohn ist, König und Herr. Und so weigerte sich Jesus heimlich, in Jerusalem einzuziehen. Was hat es uns zu sagen? Wann immer wir Jesus begegnen, werden wir vor eine Entscheidung gestellt. Entweder ihn krönen oder ihn töten. Es gibt nichts dazwischen. Wenn Jesus vor dir steht und sagt, ich bin der absolute König, dann erwartet er vor dir eine Entscheidung. Du kannst entweder über ihn lachen, seinen Anspruch für völlig überzogen halten, oder du kannst alles stehen und liegen lassen und ihm allein folgen. Dazwischen gibt's nichts. Töte mich oder kröne mich. Ich will entweder alles von dir oder gar nichts von dir. Und genau hier wenden sich in der Studentenarbeit unter den Chinesen viele Menschen ab. Viele Studenten sagen, diesen Alleinanspruch Jesu im Leben will ich nicht. Und auch in China, in der verfolgten Gemeinde, wird es immer mehr zu einem Machtkampf kommen. Und kommt es schon, wo dann der Präsident verlangt, dass sein Bild neben das Kreuz aufgehängt wird. Am Anfang war das Bild irgendwo in der Kirche, kluge Taktik der Regierung. Und dann sagte jetzt neulich die Regierung, ja, wir wollen das Bild da vorne am Kreuz haben. Und jetzt haben viele chinesische Gemeinden gemerkt, hier geht es um einen Machtkampf, entweder oder. Und viele haben dann das Bild vom Präsident abgehängt, weil sie das Kreuz nicht verleugnen wollen.
und mussten dadurch auch strengere Kontrollen in Kauf nehmen. Ich will entweder alles oder nichts von dir. Der Gemeinde Laodicea wird gesagt, ich kenne deine Werke. Ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist, oder dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Munde ausspeien. Das hat der Schreiber nicht zu Suchenden gesagt, zu Neubekehrten, sondern zu einer Gemeinde. Und ich denke, für uns ist es immer wieder auch wichtig, uns immer wieder zu hinterfragen, bin ich zum lauwarmen Kaffee geworden? Zwar schön aussehen, aber wirklich nicht mehr heiß. Es ist zu wenig, Jesus cool oder nett zu finden. Es ist zu wenig, Jesus als Notnagel im Leben zu haben, den man anruft, wenn alle Stricke reißen. Er will der Dreh- und Angelpunkt deines Lebens sein. Nicht dein Geld, nicht deine Frau, nicht deine Karriere, nicht deine Karre, nicht dein Ruf, nicht deine Kinder, nicht dein Hobby. Hat er diesen Platz bei mir? Kröne ihn oder töte ihn. Und das entscheidet am Leben, am Ende über Leben und Tod. So wie Jesus damals in Jerusalem einzog, so begegnet er uns auch heute und fordert eine klare Entscheidung. Immer wieder. Entweder ich bin der König deines Lebens oder du bist der König deines Lebens. Beides geht nicht. Und Jesus sagt heute, wenn ich nicht dein König bin, dann bedeute ich auch nichts für dich. Nur wenn ich dein König bin, dann kann ich auch dein Retter sein. Nur wenn ich dein König bin, kann ich auch dein Freund sein. Nur wenn ich dein König bin, kann ich auch dein Leben neu machen, verändern. Dazwischen gibt's nichts. Er will König sein. Der zweite Gedanke. Die Propheten hatten schon längst angekündigt, er kommt als Sanftmütiger. Wenn der messianische König kommt, dann wird er auf einem Esel reiten. 1. Mose 49. Diese Verheißung deutet darauf hin, dass ein großer König kommen wird. Und wenn er kommt, werden alle Nationen sich vor ihm verbeugen. Jesus reitet ein und auf einem Eselsfüllen, verletzlich, wehrlos, verwundbar, sanftmütig. Warum? Wir meinen oft selbst zu wissen, wie unser Leben laufen soll. Wir bestimmen gerne selbst über unser alltägliches Leben. Wir meinen selbst zu wissen, was gut ist und was schlecht ist für uns. Aber setzen wir damit nicht uns an die Stelle, die eigentlich dem König gehört? Wir setzen uns gern dahin, wo eigentlich Gott sein sollte. Der König aber ist gekommen, um die Stelle eines Dieners einzunehmen. Seinen Jüngern wusch er die Füße. Was wollte Jesus deutlich machen, als er auf einem schwachen Fohlen einritt? Er wollte sagen, ich bin König, aber kein König, wie du meinst. Ich bin nicht gekommen, um deine Welt ein wenig zu verbessern. Ich bin nicht gekommen, um dir ein schöneres Leben zu geben. Ich bin gekommen, um dich zu erretten vom ewigen Tod. Ich bin gekommen, um dir echte Freiheit zu geben. Und wenn der König, der Himmel und Erde geschaffen hat, bereit ist, sich zu erniedrigen und zum Diener zu machen, und wenn dieser König in dein Leben kommt, dann macht er dich zum Königskind. Der größte Widerspruch des Evangeliums ist, dass wir nicht durch Stärke, sondern durch Schwachheit gerettet werden. Nicht durch Stärke kommt Rettung, sondern durch Gnade. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaoth. Unsere Werke, unsere Bemühungen retten uns nicht. Neulich wir sind so im Haus, wo die Garagendächer sieht, so Garagenhof, Garagendächer, und dann ist alles voll mit Wasser. Was macht man dann? Holt eine Leiter, stopft ein bisschen den Ausgang sauber, dann läuft das Wasser wieder ab. Da habe ich gedacht, der Nachbar neben mir, der wohnt woanders, der sieht es nicht, alles voll, es läuft schon über.
habe schon gedacht, wenn ich das nicht sauber mache, dann geht vielleicht meine Garage auch kaputt. Also stopf schon wegen was runter und so, läuft wieder alles aus. Und dann hat der Nachbar mich mal getroffen und hat gesagt, wissen Sie, ich habe mal Ihr Dach ein bisschen leerer gemacht und so, dass wieder geschont wird. Und dann hat er gesagt, wenn jemand in den Himmel kommt, dann Sie. Dann habe ich gedacht, oh, wenn das so einfach ist, dann können Sie es doch auch machen. Leider ist mir dann nicht das Richtige eingefallen, wie so oft. Aber da hätte man vielleicht was sagen können. Sind das wirklich die guten Werke, die uns retten? Ist es wirklich so einfach, dem lieben Gott was zu machen und dann ist wieder gut oder anderen Menschen? Vielleicht gehen wir durch schwere Zeiten. Er ist der Sanftmütige, der Barmherzige, der König. Er kommt zu uns. Und wenn du gerade durch schwere Zeiten gehst, ist das keine Strafe, sondern seine Liebe, die dich noch mehr an ihn binden will. So wirst du königlich durchs Leben gehen, wenn du verstanden hast, dass Rettung durch Schwachheit kommt. Letzter Gedanke, der Kommende. Hier steht nicht, dass er kommen wird, hier steht aber auch, dass er noch nicht ganz da ist. Das Schönste hier in diesem Text sind die Palmzweige. Jesaja schreibt in Vers Kapitel 55, steht schon da, denn mit Freuden sollt ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden vor euch her in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Gefildes in die Hände klatschen. Wenn Jesus einmal in all seiner Herrlichkeit für alle sichtbar wiederkommt, dann wird diese Welt in einen Freudentaumel ausbrechen. An diesem Tag werden die Berge und Hügel singen. Wie sich das anhört, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht so schön wie euer Gesang heute. Vielleicht noch schöner, ich weiß es nicht. Alle Bäume und auch alle Zweige werden in die Hände klatschen. Palmzweige werden ein Vorgeschmack dessen oder sind ein Vorgeschmack dessen gewesen, was einmal kommen wird. Jesus hat schon projiziert in die Zukunft. Das wird mal passieren. Diese Palmzweige, die auf dem Boden liegen, die würden mal klatschen. Und wenn die Bäume bei Jesu Wiederkunft singen werden, was werden wir dann erst tun? So wie wir heute loben, werden wir wohl nicht. Ein Theologe sagte mal, heute haben wir 5 Sinne, um ihn zu loben. Dann werden wir 1000 Sinne haben. Jesus kommt und auf der einen Seite ist er allmächtig, souverän. Niemand kann ihn aufhalten. Auf der anderen Seite kommt er sanftmütig, der Gottesknecht, der Sündlose, der für Sünder stirbt. Er heilt die Aussätzigen, Blinde und Lahme, er segnet die Kinder. Was ist das für ein König? Ein König, der Seligkeit bringt. Und wenn du dich mit seinem Anspruch, wenn wir uns mit seinem Anspruch, König in unserem Leben zu sein, konfrontieren lassen und uns durch seine Schwachheit am Kreuz retten lassen, dann macht er uns neu und macht uns zu einem fröhlichen Königskind, zu seiner Ehre. Amen. Lasst uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für deine Güte und für deine Barmherzigkeit. Sei du König in meinem Leben. Mach mich zu einem Werkzeug, damit andere von dir hören. Amen.